Hey Leute, im vorletzten Video hatte ich ja berichtet, dass ich halt sehr viel Resonanz mittlerweile auf unserem YouTube-Channel bekomme und auch sehr viele Nachrichten von euch. Doch jetzt ist was passiert. Ich wurde vor ein paar Tagen hier in Chantaburi von einem YouTube-Fan verfolgt. Wie das genau abgelaufen ist, erzähle ich euch in diesem Video. Also dranbleiben. Und bis gleich. So, wie ihr seht, wir sind schon wieder auf dem Sprung. Und ja, die Geschichte, die erklären wir euch oder erzähle ich euch gleich. Sieht sie nicht wieder hübsch aus, die Mai? Tja, was ist passiert? Erstmal folgendes, die Aufnahmen, die ihr eben gesehen habt und die gleich noch kommen, die sind schon ein paar Tage bzw. ein paar Wochen alt. Am Folgentag bin ich hier aus der Richtung, da wo ich gerade hinfahre, von meinem Sport gekommen. Ich wollte mir hier noch in der Querstraße so ein bisschen was, das war abends zum Futtern holen und mir zu dem Zeitpunkt gar nicht aufgefallen ist, hier hat dann ein Auto ausgeparkt. Also ich bin die Richtung gefahren und das ist mir dann entgegengekommen, hat mich dann gesehen, gleich gebremst, umgedreht. Also das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mitbekommen und ist mir hinterher gefahren. Später erst so ein bisschen gemerkt oder erfahren, als ich dann mein Essen quasi abholen wollte und das Auto dann auf einmal neben mir geparkt hatte. Tja, das Auto parkte, die Scheiben gingen runter. Naja, die beiden haben nicht am Steuer gesessen, die kennt ihr ja wohl. Aber es waren zwei Erwachsene und eine Horde voller Kinder. Und eine der Erwachsenen war diese junge, charmante Thai-Lady mit dem Namen Nak. Sie sprach sehr, sehr gutes Englisch und sogar ein paar Worte Deutsch. Und auf dem Beifahrersitz saß ihr Freund, der Daniel, oder man kann auch sagen Daniel. Und der Daniel und die Nak, das sind langwierige YouTube-Zuschauer, gucken alle unsere Videos und mussten mich deswegen halt verfolgen, mich anquatschen, weil die Nak, die wohnt hier halt sogar fast bei uns um die Ecke, hier in Chantaburi. Und naja, der Daniel, die sind schon ein bisschen länger, ein Pärchen, der kommt übrigens aus der Schweiz, für den Fall, dass es eben noch nicht erwähnt hatte. Und und dann habe ich gleich mit dem Daniel halt quasi die Nummer, na Nummer nicht, aber Facebook ausgetauscht, weil er meint, okay, ich bin jetzt noch ein paar Wochen hier, vielleicht kann man ja mal einen Kaffee trinken. Ich so, oh ja, sehr, sehr gerne doch. Ach ja, und der Daniel, nicht wundern, der wollte halt nicht halt, wie das manchmal so ist, sein Gesicht bei YouTube präsentieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Das muss man dann halt immer akzeptieren und auch sehr, sehr gerne respektieren. Naja, wie ihr seht, hat da ein paar Tage noch gedauert. Aber ich glaube, so zwei Wochen später haben wir uns dann doch auf den Abend verabredet. Und nochmal an dieser Stelle liebe Grüße an euch beide. Einen wunderschönen, lustigen, unterhaltsamen und ja, einfach richtig schönen Abend miteinander verbrachten, hatten gegessen, gemütlich in dieser schönen Location hier in Chantaburi, diese schöne Bar, hatten gegessen, was getrunken und naja, eigentlich wollten wir uns die Tage danach nochmal treffen und nochmal verabreden, bevor halt der Daniel oder Daniel quasi in die Schweiz wieder zurück musste. Hat leider nicht geklappt, ne, weil seine bessere Hälfte, die Nak, die ist Mama, die hat mehrere Kinder und naja, da war es dann halt immer so mit Schule, Ferien, ich meine Arbeit. Mai hat ja auch schon zu diesem Zeitpunkt ihren Job gehabt und ja, deswegen ist es nur bei dem einen Treffen leider geblieben, aber naja, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben, aber auf jeden Fall, liebe ihr zwei Lieben, hat sich die Verfolgungsjagd gelohnt und wir haben uns, auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, diese Videoaufnahme, wir haben uns sehr, sehr gefreut, den Abend mit euch zu verbringen und auch Zeit mit euch quasi zu verbringen und auch zu teilen. Ja, wie ihr seht, gut gefülltes Restaurant oder Bar ist hier quasi im südlichen Teil von Chantaburi und ja, hier sind die beiden oder wir beide. War auf jeden Fall ganz lustig. Mai, wie ihr gleich noch sehen und hören werdet, so ein bisschen angechickert. Naja,
Aber das ist ja auch vollkommen okay. So Leute, so kann aus einer Chantaburi-Verfolgung so ein spontanes Treffen werden. Hm? Ich glaube, hier ist einer etwas you're a little bit drunk. No. not drunk. Ein ganz klein wenig oder ich glaube auch ein bisschen. Wieder zu Hause. Ich habe natürlich außer ein Bierchen, ein Drink on the Cook. Genau. Olympia. Ja, war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Also, lieber Daniel, auch wenn du nicht in dem Video erscheinen wolltest, liebe Grüße und liebe Nack. Nice to meet you. War richtig cool. Wir werden jetzt, ich denke mal, we go sleep. Auf den Channel von Suki Talan. Peace, love. Rock and roll. Genau so sieht's aus. Bleibt gesund, passt auf euch auf und abschalten. Bye bye. Tschüssikowski.